Hallo, hallo, herzlich willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sprechen über bedingungslose Manifestation aus dem Divine Design. Das heißt, für dich als göttliches Wesen ist es möglich, alles zu manifestieren, was du nur haben willst. Nur musst du deinen Kopf dahin kriegen, dass dein Kopf, dein Verstand, dein Denken, deine Überzeugungen genau aus dieser unendlichen, bedingungslosen Perspektive herausdenken. Dass du aus dieser Perspektive herausdenken kannst, braucht von dir eine vollkommene Identifizierung als göttliches Wesen, als energetisches Wesen. Ein göttliches Wesen ist ein energetisches Wesen. Du wirkst durch Energie. Durch die Energie deiner Ansichten, Gesetz der Annahme. Die Energie deiner Ansichten, deiner Überzeugungen, was du glaubst, das ist die Energie, die du outpusht. Deswegen auch das, was du über andere Personen glaubst, wird sich dir im Außen zeigen. Das, was du über Geld glaubst, das, was du glaubst, was für dich möglich ist, was du glaubst, was du kannst, wie gut du bist, wie liebenswert du bist, push du out. Und weil du diese Dinge über dich glaubst, push du eben nur das out, was du für möglich hältst. Und wenn du glaubst, an dir ist noch ein Fehler, an dir ist irgendwas nicht in Ordnung, an deiner Einstellung, an deinem Seinszustand, an dem, was du willst, wenn du irgendwo nur Kritik oder Zweifel hegst, wirst du kleine Brötchen backen, wirst du kleine Dinge outpushen. Wenn du nicht all in gehst für dich, wenn du nicht in der Lage bist zu sagen, ich habe alles verdient, ich bin perfekt, ich bin die absolute göttliche Perfektion, alles, was an mir falsch ist oder war nur in meinem Kopf ein bescheuertes, blödes Denken, das ich ungefiltert übernommen habe. Die Wahrheit ist aber, wenn ich erkenne, hier geht es nur um Energie, um hochschwingende Energie, um perfekte Energie, um Fehlerfreiheit, um Ekstase, um Freude, um alles das, was einschränkungslos Perfektion outpusht und manifestiert. Darum geht es. Und dazu musst du dein Denken aus dem Mangel holen. Dazu musst du aufhören zu denken wie ein Mensch und anfangen zu denken wie ein Gott, wie ein energetischer Meister. Und dazu musst du nirgendwo aufsteigen. Dazu musst du nicht eingeweiht sein. Dazu musst du begreifen, wie dieses Universum funktioniert, wie dieses Prinzip funktioniert, dass wir der Schöpfer sind, jeder Mensch für sich, baut sein eigenes Universum, hat seine eigenen Ansichten, hat seine eigenen Überzeugungen. Und das ist es. Das ist das Einzige, worum es geht. Das ist das Einzige, was du tun musst. Das Einzige, was du verstehen und umsetzen musst. Und wenn du das nicht verstehst und rumprobierst und rumprobierst und rumprobierst und Techniken machst und Methoden machst und so weiter und so fort, solange es geschieht aus einer Identifizierung eines Menschen, eines manifesten Menschen, nicht aus energetischer Perspektive, wirst du dir weiterhin die Zähne ausbeißen und mir erzählen, es geht nicht bei mir. Und darum geht's. Das ist der Shift, das ist der riesengroße Shift, den du machen musst. Das ist der Shift, den die Leute gemacht haben, wo du siehst, sie haben es geschafft. Sie haben es geschafft, sich zu heilen. Sie haben es geschafft, ihre finanzielle Situation von Mangel in Fülle, in Erfüllung, in Überfülle, in Überfluss zu bringen. Das haben diese Menschen gemacht. Das habe ich gemacht und ich weiß genau, wie es dir geht. Ich habe mir auch die Zähne ausgebissen. Ich habe auch gedacht, ich wäre verdammt und ich habe gedacht, ich wäre von Dämonen besessen und ich habe gedacht, es liegt daran, weil meine Mutter Alkoholikerin ist. Es liegt daran, weil ich nicht geliebt war. Es liegt an irgendwelchen Geschichten, die dir irgendwelche Heiler erzählen.
Daran liegt es letztendlich, ja. Aber nicht, weil du diese Geschichten integrieren musst und auch nicht, weil du die Geschichten akzeptieren musst, sondern musst aufhören, dich damit zu identifizieren, sondern dich neu erkennen als das, was du wirklich bist, was du im Kern bist, was du im Inneren bist, was du warst, als du nicht konditioniert warst, musst du erkennen, dass du frei bist, dass du alleine den einzigen freien Willen in deinem Universum hast und es keinen Grund gibt, deinen freien Willen, deine Ansichten an irgendwelche Geschichten, die dir erzählt worden sind, sogar musst du es nicht an Geschichten, an Traumata, an Erlebnisse von dir selber binden, sondern du kannst es neu machen. Und weil dein Verstand dir 100.000 Sachen sagt, von denen du nicht mal weißt, dass du davon überzeugt bist oder dass du danach folgst oder nach diesen Werten dich orientierst, dass du eine Ethik verfolgst, die dich klein hält und unterdrückt, weil da Stories, Geschichten und Ansichten dahinter hängen. Und genau darum geht's. Das ist so ein heimliches, hinterhältiges Spiel. Deswegen kommst du selber fast nicht da drauf. Und wenn, dann langsam und schwer. Und das einfach loszulassen, wenn dir dein ganzes Leben lang gesagt worden ist, was du von Geld halten sollst, was du von Menschen halten sollst, die unfreundlich sind oder was auch immer, dass du diese Reflexe, die du hast, erkennst und transformierst. Das ist so, so entscheidend. Und ich kann dich nur weiterhin einladen zu Rising Up. Rising Up ist genau diese Mastermind, die dich 3 Monate lang aus deiner alten Kacke rauszieht, aus deinem alten beschränkten Denken, dich unterdrückenden Denken, dich nicht gut genug machenden Denken, mangelhaften Denken, der immer sagt, irgendwas ist nicht in Ordnung mit dir. Und es reicht nicht, dass du meine Videos anschaust. Es geht so tief, du musst den Kram da rausholen, sonst wird er dich weiterhin fahren, führen, programmieren. Da bist du unfrei. Du musst aussteigen aus diesem Spiel der Bedingungen. Du musst aussteigen aus diesen Ansichten, dass Zeit ein Faktor ist, dass Form ein Faktor ist, dass Ort ein Faktor ist. Das ist das, was Dr. Joe Dispenza dir beibringen will, aber was dein Verstand begreifen muss. Er muss begreifen, du musst begreifen, was es soll, warum du da aussteigen sollst, wie das Prinzip der Energetics hinter deinen Denken, deinen Annahmen, deiner Überzeugung funktioniert. Das ist Quantenphysik, das ist Energie, aber niemand sagt dir, dass deine Ansichten die Energie generieren. Deine Ansichten und deine Überzeugungen generieren alles, was sich in deinem Außen zeigt. Alles. Die guten Sachen wie die schlechten Sachen. Du manifestierst alles. Und aus diesem Grund gibt es keine Limite, warum du nicht das Geilste und das Schönste manifestieren sollst, weil deine Power hat auch den ganzen Scheiß, den du jetzt hast und vielleicht nicht mehr haben willst, sei es in der Beziehung, sei es finanziell, sei es körperlich, was auch immer du denkst, was anders sein sollte in deinem Leben. Du hast es so hingetan, du hast es manifestiert, weil du glaubst, dass es so ist, weil du Regeln hast, weil du Ethik hast, weil du Werte hast, die dir immer wieder sagen, es ist aber so und so, es ist aber so und so, ohne das geht es aber so und so nicht. Und ist da, ja, dann drehst du dich im Kreis, weil es ja so und so ist und man muss ja erst so und so und man muss so und so. Nein, du musst gar nichts, du musst nur deine Identität ändern, deine Ansichten über dich, deine Identifizierung mit dem, was du glaubst, was du bist. Und dazu brauchst du keinen Grund und keine Erlaubnis, das braucht eine einzige Entscheidung. Und du musst bei dieser Entscheidung bleiben. Und es ist nicht der Weg, der Prozess, der Identifikationsshift ist hier nicht legitim in unserer Gesellschaft. Es wird niemandem gesagt, wie das geht, weil man will, dass alle gleich sind, weil man will, dass alle im Mangel rödeln. Aber das brauchst du nicht. Du musst einfach nur so entscheiden. So, jetzt wird es leicht, jetzt wird es easy, jetzt werde ich energetisch.
Und ich brauche nicht mehr tun und handeln in dieser Art und Weise, wie ich es bis jetzt getan habe, um zu etwas zu erreichen, sondern ich bin die Energie. Ich bin die Energie des Reichtums. Ich bin die Energie der Fülle. Ich bin die Energie der Heilung. Ich bin das. Ich bin, das sagen dir ja alle. Und dann laberst du rum, ich bin das, ich bin Wort. Aber dein Kopf weiß nicht, was das heißt. Und du glaubst, durch das Labern entsteht eine Energie, die dir dann bleibt, aber sie bleibt dir nicht, weil du gleichzeitig noch eine Stufe tiefer, du bist nicht gut genug, an dir fehlt etwas, du musst noch mehr lernen, du kannst das und das nicht, das darfst du nicht, so kann man nicht sein, aus diesem Grund musst du so und so sein. Und deswegen funktioniert es bei dir nicht. Und da musst du raus. Da musst du rigoros krass raus. Und anders geht es nicht. Es tut mir leid. Und alle, die noch jammern und sagen, ja, du bist zu teuer und das kostet zu viel und so weiter und so fort. Du hast hier gratis Sachen. Du kannst von jetzt auf morgen entscheiden, dass du in Rising Up mitmachen willst, solange es noch den halben Preis kostet. Und er wird sich bald ändern. Und alle, die dabei sind, weißt du was? Die hatten nie Geld, aber sie haben es sich immer möglich gemacht, weiterzumachen, weil sie gewusst haben, dass dieser Fülle-Aspekt einfach mal integriert werden muss und dass es keinen Mangel gibt. Aber auf diesen Trichter musst du erstmal aufsteigen. Und ich sage nicht, dass du mich brauchst. Ich sage nur, dass ich dir helfen kann, dass es leichter geht und dass es schneller geht und dass du keine Ehrenrunden mehr drehst. Und das ist mein Job und dafür gebe ich meine Energie. Dafür bin ich da, dafür begleite ich. Das ist das, was mein Job ist. Und ich liebe meinen Job. Und jeder Mensch darf machen und tun und sein und haben, was er will und lieben, was er will. Und wenn du das Video hier hörst und es gefällt dir nicht, was mein Job ist, was meine Ansicht ist, es berührt mich nicht. Es berührt mich nicht. Und warum berührt es mich nicht? Weil ich weiß, wer ich bin. Weil ich meine Identität festgenagelt habe und weil ich weiß, dass das Leben sich im Außen meiner Identität entsprechend zeigt. Und da kann ich doch keine Sekunde lang glauben, dass du mich nicht magst, dass du mich nicht willst, dass du mich nicht unterstützt. Warum sollte ich das glauben? Das tut mir doch nicht gut. Und genauso geht es für dich auch. Glaube das, was dir gut tut. Habe die Ansichten, die dir gut tun. Will das, was du möchtest. Wisse, du hast alles, was du dir nur wünschst, verdient. Jetzt, es ist da, jetzt, energetisch ist es da. Und alle, die irgendwelche Felder lesen des Mangels und wo und hier und da, ja gut, dann hast du halt Mangelvorstellungen, wenn du dir Felder, Diagnosen und so weiter aus dem Mangel vorsagen lässt, dann ist es deine Manifestation. Aber in dem Moment, wo du entscheidest, Mangel ist vorbei, jetzt ist Fülle und Erfüllung da, weil alles ist ich. Und in Wahrheit bin ich erfüllte Fülle, dann lebe ich so, dann denke ich so, dann verhalte ich mich so in all meinen Lebensbereichen. Und darum geht es in Rising Up. Du kannst einsteigen jederzeit, es sind 3 Monate. Nachher kannst du verlängern, weil es ist eine unendliche Reise, die unglaublich viel Spaß macht, die unglaublich viel Fülle kreiert, die Erlebnisse kreiert, weil nur Erleben ist Leben. Deswegen bist du am Leben, um zu erleben. Und das muss mal in dein Köpfchen rein. In diesem Sinne, like dieses Video, teile dieses Video. Diese Klarheit muss geteilt werden. Diese Klarheit muss in die Köpfe der Menschen. Und wenn du möchtest, dass sich im Außen deiner Welt etwas ändert, fang du in deinem Inneren an. Werde egoistisch, weil es bist nur du, der alles erschafft. Kümmere dich um dich, denke über dich nach. Zerbrich dir dein Köpfelein über dich und nicht über diese Mangelkreationen, die du outgepusht hast, die auch nur noch ein Spiegel, eine Reflexion von dir sind. Wir sehen uns im nächsten Video. Liken, teilen, kommentieren. Wenn du Fragen hast, wirklich Fragen, buche dir ein Gespräch, solange es diese Gespräche noch gibt. Hole dir die
individuelle Ansicht für dich, wie du es verstehen kannst, weil das ist meine Stärke. Ich spreche mit allen hier jetzt. Aber wenn ich mit dir spreche, dann wähle ich die Worte, die für dich wichtig sind, die bei dir landen, wo du verstehst, wähle ich die Ansichten, wähle ich die Bilder, wähle ich die Art und Weise der Kommunikation, die du jetzt verstehen kannst. Deswegen ist es so viel intensiver, wenn du dein eigenes Gespräch für dich buchst. Bye!